Auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Lust hast du mit uns dieses Video zu drehen? Also ich freue mich eigentlich immer auf sowas. Also ungefähr 2. Perfekt, das sind gute Voraussetzungen, dann legen wir einfach los. Wer bist du eigentlich und was ist deine Aufgabe hier im Radio? Mein Name ist Nikolaus Albert, ich leite die Redaktion. Wäre es grundsätzlich möglich, dass du beim Parken einen Meter weiter nach vorne fährst? Mein Kollege Elias hatte letztens ernsthafte Schwierigkeiten beim Ausparken an einem Auto vorbeizukommen. Ja, ich kriege tatsächlich unterschiedliche Rückmeldungen. Man muss einen Meter weiter vorne sein, mal einen Meter weiter hin. Aber man darf mich gerne darauf ansprechen, also gerne Rückmeldung geben. Dein Name führt öfter zu Verwirrung. Zum Glück hast du keinen langen Bart, sonst wärst bestimmt schon zu Verwechslungen mit einem bestimmten Bischof aus Myra gekommen. Ist schon mal passiert? Tatsächlich ja. Und zwar der Sohn meiner Cousine, der wusste nicht, dass ich Nikolaus heiße. Hat mich halt immer wieder gesehen, aber ihm war nicht klar, dass ich Nikolaus heiße. Und der hat mir dann einmal seine Geschenke gezeigt, die er bekommen hat. War kurz nach Weihnachten. Ja, und irgendwann hat dann ihn jemand gefragt, hast du eigentlich die anderen Geschenke ihm auch gezeigt, dem Nikolaus auch gezeigt? Und dann hat er mich angeschaut, dem Nikolaus? Und dann haben die gesagt, ja, der heißt Nikolaus, wusstest du das nicht? Dann hat er gesagt, hat er mich nochmal angeschaut und hat gesagt, ich habe dich gar nicht erkannt. Das mit deiner Frau und dir, war das Liebe auf den ersten Blick, als du in unserem Werbebanner vorbeigelaufen bist oder kanntest du sie schon, bevor sie auf dem Werbebanner drauf war? Ich kannte sie vorher schon vor Radio Horeb. Wir haben uns woanders kennengelernt. Deine Frau hat uns außerdem verraten, dass dein Schreibtisch ein wahres Schlachtfeld ist. Was sagt Pfarrer Kocher da dazu? Also es ist kein Schlachtfeld, es ist einfach ein kreatives Chaos, so würde ich das nennen. Pfarrer Kocher sagt immer dazu, ich darf das beibehalten, solange ich nichts vergesse. Letzte Frage, du hast früher selbst den Abend der Jugend gestaltet und moderiert. Jetzt machst du das nicht mehr. Du hast die Möglichkeit, hier auf Social Media nochmal zu Jugendlichen zu sprechen. Möchtest du denen irgendwas mitgeben? Ja, öffnet euch für Christus. Das ist das Beste, was euch geschehen kann. Danke, Nikolaus. Das war's schon.